ich kann mich sehr gut an diese Jahre erinnern, weil ich mit meinem Vater immer hier in der Druckerei war und ihm mit zugeschaut habe und gespielt habe, weil halt auch keine Nanny oder sowas zur Verfügung stand. Also insofern kann ich diese 60 Jahre, habe ich gut im Gedächtnis, ja. Ja gut, mein Vater oder meine Eltern haben natürlich gehofft, dass ihre Kinder die gleiche Liebe für die Druckerei empfinden werden. Es hat ja auch geklappt. Mein Bruder als Drucktechniker und ich als Industriekauffrau haben das ja dann auch übernommen und haben unsere Liebe dafür entdeckt. Und auch, denke ich, bis heute ist es meine Herzensangelegenheit, dass es der Druckerei gut geht. Ja, wir werden auf jeden Fall weiter existieren und weiter bestehen. Und wie es immer weitergeht, weiß man nicht, weil das Leben schreibt die eigenen Bücher und man kann halt in der Zukunft schlecht vorhersagen. Also ich habe nie Schlechtes erfahren. Ich bin immer gut respektvoll den Menschen, den Kunden gegenübergetreten und das hat mir immer sehr viel Positives entgegengebracht. Also ich habe das nie als eine reine Männerdomäne empfunden. Ich bin auch immer sehr gut durchgekommen. Also es war immer sehr positiv, ja. Wir schauen natürlich, was wird am Markt gebraucht. Wie muss das eben die Konfiguration der Druckmaschine aussehen? Und uns hat in der Pandemie diese Zeit, die wir zur Verfügung hatten, leider diese Zeit, sehr viel gebracht, um zu überlegen, was wollen wir in unserer Druckerei an Technik darstellen, was ist das Beste für unsere Kunden und haben eben dahingehend die Ausrichtung mit König und Bauer zusammen eben justiert. Und ja, der Markt gibt so ein bisschen vor, wo die Technik oder wie die Technik der Maschine sein sollte. So ist zumindest unsere Erfahrung und so haben wir es dann auch umgesetzt. Das war eine Überraschung, als die Frau Ockel uns dann gesagt hat, wir haben die Zuwendung bekommen und wir bekommen eine neue Druckmaschine. Das war ein toller Tag, tolle Momente, ja. Also 4 Wochen hat der Aufbau gedauert und ja, ich sag mal 4 Wochen und dann ging's los. Ja gut, wie funktioniert das? Das ist klar, für die Drucker war das ja, sage ich mal, auch eine Herausforderung, die neue Maschine zu lernen. Und die sind ja dann auch auf Lehrgang gegangen nach Radebeul und das hat ja super funktioniert. Und ich meine, es gab ja auch Vorkenntnisse, weil wir ja vorher auch eine KBA-Maschine hatten, also hatten sie es doch einfacher. Also es ist auf jeden Fall besser, also sie druckt besser und die Qualität ist auf jeden Fall besser als die Vorgängermaschine. Genau, das ist ja gleich trocken, die Farben, und wir können gleich dann mit der Verarbeitung loslegen. Ich meine, es geht alles viel schneller und wir können direkt an den Kunden liefern sozusagen. Alles gar kein Problem, weil die Buchbinderei, die ist ja auch sehr flott und es sind ja auch moderne Maschinen in der Buchbinderei, so dass wir gut nachkommen, sage ich. Was wir in der Erfahrung gemacht haben, ist, dass auch der Kundensupport, die Dienstleistung, der Service, die Schnelligkeit auch in der Angebotsabgabe und in der Auftragsbearbeitung und die Freundlichkeit, ja auch die, wie gesagt, der ganze Support um den Kunden herum sehr, sehr wichtig ist. Nicht nur allein die Technik und die Produktion, die muss natürlich auch super sein. Und das wird vorausgesetzt, aber halt das Drumherum ist auch sehr wichtig. Und ja, das ist so unsere Erfahrung.
Es macht uns natürlich sehr stolz, dass wir die Kunden so lange als Kunden haben dürfen. Speziell halt die Airlines durch die Nähe des Flughafens. Wir sind sehr nah am Flughafen, am Frankfurter Flughafen. Und wir leben diese Produkte. Wir haben halt auch sehr viel mit den Kunden direkt mit den eigenen einzelnen Abteilungen zu tun, um dort auch Vorschläge zu machen. Und das wird sehr gut honoriert, dass wir eben auch Muster vorstellen von besonderen oder eben mal außergewöhnlichen Dingen. Und über diese Schiene bekommt man auch eben andere Drucksachen. Also wir produzieren und liefern eigentlich alles. Wie gesagt, halt die Beratung, weil doch die Kunden sehr dankbar sind, wenn wir sie aufmerksam machen über neue Arten der Produktion, über neue Papiere, eventuell über klimaneutrale Produktion, wie man CO2 einsparen kann, neueste Erkenntnisse. Also diese ganzen Themen werden sehr gerne von unseren Kunden angenommen. Wir stehen auch auf dem Punkt, dass CO2 einsparen und eben energieschonend produzieren, deswegen auch die neue Druckmaschine. Wir haben ja auch eine Zuwendung bekommen von der EU, weil wir in diese neue Technologie investiert haben und haben auch in gleichem Atemzug eine Ladestation gebaut für Elektroautos, haben Photovoltaik auf unseren Dächern und ja, leben das schon sehr. Und das wird auch sehr gut angenommen, muss ich sagen, ja. Ja, also unbedingt, ja. Ja. Also auch Einsparungen in Einrichtmaterial, in Energie, in den ganzen Ressourcen. Also alles ist viel, viel weniger geworden, ja. Wir sind ein reiner Zweischichtbetrieb und wenn mehr Arbeit da werden kommen sollte, dann machen wir auch ein 3 Schichten draus, ja. Das wäre also gar kein Problem.